Hi Max, hier ist Antonis von der Product Innovation Lounge. Wie geht's dir? Hi Antonio, ja, mir geht's super. Schönes Wetter. Also ich habe ein paar Tutorials gemacht, in denen ich vor allem auf Workflow-Optimierung eingegangen bin im Modeling-Prozess, weil das auch näher trifft, was ich so im Alltag mache. Christian und ich dachten, es wäre super spannend, wenn du, der sich ja sehr gut auskennt mit parametrischen Mustern, mir da mal einen Einstieg geben kannst in Pattern-Generierung in Dynamo. Ja, das können wir sehr gerne machen. Ich würde dir mal zeigen, wie man ein Grid baut, ein Pattern drauflegt und dann das Ganze mit einem Attractor Point steuert, sodass man Elemente in diesem Grid hat, die größer und kleiner skaliert werden in Abhängigkeit eben zu diesem Attractor Point mit so einem Fade. Also im Prinzip sind es Fadings oder? Von klein nach groß. Und dazu würde ich meinen Bildschirm mal teilen. Ja. Ja. Schon zwei. So. Und jetzt sind wir auch schon direkt in Dynamo. Ich hoffe, du kannst es gleich sehen. Jetzt. Jetzt sehe ich's. Genau, das ist die Bedienoberfläche von Dynamo. Da gehe ich jetzt nicht allzu sehr drauf ein. Ich Brauchst auch nicht, hab ich schon ein bisschen erklärt gehabt. genau, man wird es ja sehen dann im Laufe des Tutorials. So, das erste, was wir machen werden, ist uns das Grid zu erstellen. Dazu benutze ich den Point-Befehl. Also hier oben haben wir dieses Suchfenster, da kann ich Point mal eingeben. Point by Coordinates. Das, so ist. Man erkennt es jetzt relativ schwierig hier, dieser Node, der hinzugefügt wurde, steht jetzt hier und ich kann hier zwischen diesen beiden Modi hin und her wechseln. Einmal, wo ich den Hintergrund sehe, die eigentliche Geometrie, die ich gebaut habe und hier auf der rechten Seite die Nodes. Und da klicke ich jetzt mal und jetzt wird dieser Node aktiv. Ja, jetzt kann man ihn sehen und kann ihn auch verschieben. Und gleichzeitig sehe ich im Hintergrund, dass hier am Koordinatenursprung dieser Punkt entstanden ist, gebaut worden ist und in allen drei Inputs hier auf der linken Seite befindet sich ein Preset. Ein Wert von 0 ist überall eingetragen, also x, y, z sind 0, deswegen liegt er genau im Koordinatenursprung. Und diese drei Inputs, die kann ich jetzt verändern, wenn ich mir einen Number Slider dazu hole oder einen Slider. Ich gebe einfach mal Slider ein. Slider. Da ist noch ein E zu viel. Naja, ich sehe es gerade. Nee. Jetzt haben wir's. So. Genau, und es gibt verschiedene Slider, die ich verwenden kann. Wir nehmen den Number Slider, nicht den Integer Slider. Der würde uns nur ganze Zahlen geben und wir nehmen den hier. Der gibt uns auch die Nachkommastellen mit an. Gehen wir jetzt kurz hier in dieses Einstellungsfenster rein, hier. Gehen wir das ausklappen und können jetzt hier ein Minimum, ein Maximum und ein Step für diesen Slider anwählen. So. Den lasse ich jetzt mal auf 0. Das Maximum stelle ich mal auf 20 und den Step, jetzt mal kurz überlegen, den können wir eigentlich auf 1 stellen. So. Das würde dann auch einem Integer-Slider entsprechen, aber so haben wir das gleich mal gezeigt, was die Unterschiede sind, die Funktionen von diesem Number Slider. Und den kann ich mir jetzt kopieren mit Steuerung C, Steuerung V. Füge ich den einfach nochmal ein. Und wir überschreiben jetzt einfach den Wert, der in X drin steht und in Y. Und die 0, die in Z vordefiniert ist, die lassen wir einfach so stehen. Schiebe das Ganze mal so ein Stückchen höher. So. Und jetzt haben wir hier diesen Punkt, den wir auf dieser Fläche hin und her schieben können. So. Zusätzlich brauchen wir noch eine Range. Eine Range, die erstellt uns einen Zahlenraum von einem gegebenen Start zu einem gegebenen Ende mit bestimmten Abständen drin. Können wir eigentlich diese beiden Number-Slider, die wir haben, einmal kopieren und ich schiebe die jetzt hier rüber und ich sage, ich möchte bei 0 anfangen und hier mache ich einen Doppelklick und ein, stelle das Ganze auf den Slider Maximum auf
20, füge das hier in End ein. Und jetzt kann ich mit dem Watch-Tool mir die Liste anschauen, wie diese Range aussieht. Da steht jetzt ja bei Range hinten Sec dran für Sequence wahrscheinlich. Ist das ein Unterschied zur Liste oder ist das einfach eine Liste, die rauskommt? Das sind unterschiedliche Begriffe. Also Sequence bedeutet in dem Fall, also eigentlich sind die Begriffe Range und Sequence äquivalent, bedeuten eigentlich das Gleiche. In anderen Sprachgebräuchen werden diese Begriffe immer im Austausch miteinander verwendet. Also eine Range oder eine Sequence sind so ähnlich, dass da eigentlich kein Unterschied gemacht wird. Entschuldigung, ich meinte, als Format kommt quasi hinten dann eine Liste raus, wo die Range drin ist, oder ist das was anderes als eine Liste? Genau, du hast recht. Das sehen wir ja gleich. Genau, das, was hier hinten rauskommt, ist eine Liste und diese Liste enthält einmal hier auf der linken Seite einmal den Index. Das ist grau hinterlegt, diese Zahlen. Ja, das sind quasi die Ordnungszahlen der Items, also des Listeninhalts. Und witzigerweise ist der Listeninhalt, der jetzt hier rechts auf der Seite steht, gleich mit dem Index. Also die Zahlen, ja, 0 bis 20, die entsprechen auch dem Listenindex. Ich könnte das Ganze jetzt mal verändern, dann wird das ein bisschen deutlicher. Wenn ich noch einen Step hinzufüge, ja, ich nehme jetzt hier einen dritten Slider und stelle den mal auf 2. So, und verbinde das mal mit dem Step. Und jetzt kann ich sehen, dass ich quasi alle 2 Zahlen bis zur 20 in dieser Liste drin habe. Ja, es wird quasi immer eine übersprungen. Also in Zweierschritten wird vorwärts gezählt. Also das bedeutet, 0 ist der Start, ja, das ist hier quasi diese 0 und die 20 ist das Ende, das ist die 20 hier hinten. Und es wird in Zweierschritten bis zur 20 gezählt, von 0 beginnend. Und wenn ich das Ganze dann auf eine 1 stelle, dann wird es eben quasi von 0 in einer Schritten bis zur 20 fortgezählt. Und das ist dann meine Range, die ich rausbekomme. Ja. Ich kann das Ganze mal hier so nach unten vergrößern. Mal schauen, der Cursor sich jetzt hier verwandelt. Ah, macht ihn nicht. Und diese Range, die kann ich jetzt verwenden. Ups. Ich lösche die mal wieder weg. Ich kann die jetzt verwenden in dem Input von diesem Point by Coordinates. Klick da mal rein. So. Und jetzt kann man diesen Slider hier mal wegschieben und löschen. Dann sehe ich, dass ich einmal 20 Punkte bekommen habe. Ja, weil der Input für das Y sind 20 verschiedene Zahlen. Und bei dem Input für das X ist es nur eine einzige Zahl, nämlich eine 1. Und wenn ich das Ganze jetzt hier mit dem oberen Slider bewege, verändert sich immer die X-Koordinate jedes dieser 20 Punkte. Und ich kann das Ganze so von rechts nach links fahren. Das gleiche passiert auch, wenn ich jetzt hier diesen Step verändere auf 2, dann sehe ich, dass quasi immer jeder zweite Punkt gelöscht wird. Wenn ich jetzt hier in Höhe halte, dann sieht man, dass jeder dritte gelöscht wird. Und hier oben wäre die 20 dann. Ja. Ich kann das erhöhen und das bedeutet dann, nur jeder vierte Punkt wird quasi gezeichnet, weil ich in der Liste, ich nehme das Watch dann nochmal dazu, immer in 4 Schritten alle Zahlen aufgeführt habe von 0 bis 20. So. Jetzt kann ich das Watch wieder weglöschen und stelle diesen Step wieder auf eine 1. Und auch den Number Slider hier oben kann ich mal auf eine 0 stellen. Und jetzt kann ich den gleichen Number Slider, den gleichen Slider für die Range nehmen und hier in das X reinbinden. Und jetzt bekomme ich so eine diagonal dargestellte Punktereihe. Ne? Und so, jetzt haben wir hier einmal dieses, wenn man sich das anschaut, dieses Auto, was hier steht. Das steht für automatisch. Und
nimmt Bezug auf das Lacing. Wenn ich jetzt hier auf diesen Pfeil hier draufklicke, so, dann haben wir hier Zugriff auf diese Levels. So, wenn ich mal kurz schauen, und wenn ich das auf Level 1 drehe, dann bekomme ich so einen Punktegrid. So, was es mit diesen Levels auf sich hat, ist folgendes. Ich habe verschiedene Listenstrukturen, worauf, wenn ich hier unten mal schaue, das Ausführen von Befehlen zurückgreift. Ich habe hier einmal das Level 2 und ich habe hier einmal das Level 1. Man muss sich das so vorstellen, dass jede Liste nochmal in einer Liste gelistet werden kann. Sozusagen, es gibt quasi eine Überliste und in dieser Liste sind nochmal einzelne Listen drin. Man spricht dabei auch von Verschachtelung. Und wenn jetzt dieser Befehl hier point by coordinates ausgeführt werden soll, dann habe ich hier jetzt drei verschiedene Inputs. Ich habe einmal den X-Wert, den Y-Wert und den Z-Wert und die laufen jetzt hier alle zusammen und sollen quasi berechnet werden, wie dieser Punkt hier auf dem Koordinatensystem erscheint. So, jetzt habe ich hier im Standard bei dem Y das Level 2 drin und hier bei dem X habe ich das Level 1. Und diese beiden Level, die werden jetzt miteinander gematcht, um diesen Befehl auszuführen. Dann geht Dynamo jetzt hin und schaut in der ersten Liste in X hier in das Level 1 und betrachtet quasi alles, was innerhalb der großen Liste steht und findet diese Zahlen von 0 bis 20. So. Und wenn ich jetzt hier hingehe, in das Y, da betrachtet Dynamo die äußere Liste. Was jetzt passiert ist, dass er für das Level 1 20 Mal die erste Liste matcht, alles was er darin findet. Und sozusagen werden diese Punkte dann quasi aus Grid großgezogen. Wenn wir jetzt hier mal in, warte mal, nicht hier, alles funktioniert hier nicht, mir das Ganze mal anschaue, dann ist dieser Punkt hier unten 0, 0, 0. Also wahrscheinlich, wenn du das Watch by Point reinziehst, dann könntest du die Punkte sehen, oder? Weil vorher sind es ja nur Zahlen. Das ist eine gute Frage, aber die Koordinaten. Ah ja, genau, hier hat er die Koordinaten noch mit dazu genommen. Ah ja, genau. Und hier, das war eigentlich ein guter Hinweis, hier kann man jetzt nochmal sehen, wie er diese Listen gematcht hat. Hier sieht man auch noch, dass ein drittes Level hinzugekommen ist. Ja? Und das bedeutet, hier haben wir jetzt die obere Liste, wo quasi alle Listen drin sind. Und hier haben wir jetzt die erste Unterliste, das ist das Level 2. Und jetzt kann ich hier durchfahren und sehe, hier ist die zweite Unterliste, angegeben mit 1 List. Und so führt sich das fort. Ja. Also interessant, dass du es so gemacht hast. Ich hatte das Lacing in der Node umgestellt in meinem letzten Video, aber mir war nicht bewusst, dass es so den Trick gibt, das auch über die Levels zu machen. Aber jetzt, wo du es gezeigt hast, ist es eigentlich ziemlich logisch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, ja. Genau. Ja, super. Und es ist gut, dass wir jetzt das auch nochmal auf die anderen Variante dargestellt haben, wie das geht. Ja.